Hallo ihr Lieben, ich durfte mir mal wieder was bei InLove Art Shop aussuchen und das wollte ich euch heute natürlich zeigen und ihr könnt natürlich auch selber dort shoppen. Alles, was ich euch heute zeige, verlinke ich zum einen unten und ihr könnt euch auch noch einen extra tollen Rabatt sichern mit meinem Rabattcode. Auch der steht unten in der Videobeschreibung nochmal. Jetzt starten wir aber erstmal mit den Stanzen, die ich auch eingekauft habe. Das hier ist das erste gute Stück, eine Hintergrundstanze mit ganz vielen Dreiecken. Sieht nachher ausgestanzt so aus. Hier habe ich jetzt die Dreiecke zum größten Teil drin gelassen. Das war jetzt auch wieder die einzige Stanze, wo ich bei meiner Big Shot nochmal einen Karton hinterlegen musste. Aber hier ist das Schöne, dieser Rücken macht halt ein total schönes Muster dann in das Papier, was man oben drauf legt. Und das habe ich auch sogar bei den Karten noch mitverwendet. Aus diesem Hintergrund ist diese Karte entstanden. Da habe ich die Dreiecke alle rausgemacht und ja, einfach mit einem Stück Papier mit Novo Shimmerpowdern hinterlegt und ein Happy Birthday ausgestanzt und gestempelt. Eine ganz schlichte Geburtstagskarte, auch für die Männer der Welt. Dann durfte hier dieses große Stanzenpaket mit. Ist ein Vogel drin, Ast, Blümchen, ein Luftballon und ganz viel. Ich habe euch das mal einmal ausgestanzt, damit man sieht, weil da sind auch total tolle kleine Details drin. Also zum einen haben wir hier den Vogel. Der hat hier zum Beispiel das eingeprägt, den Schnabel und auch hier am Schwanz noch ein paar Federn eingeprägt. Und den kann man mit Flügeln bestücken und auch mit so einem Häubchen. Und hier ist noch so ein, ja, wie nennt man das bei denen, so ein Kehlkopf. Punkt. Ich bin jetzt kein Vogelwissenschaftler, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Da zeige ich euch auch die Karte gleich zu. Dann jetzt hier so eine wunderschöne große, jetzt muss ich ein Stück weggehen, schöne Blumenranke. Die könnte ich mir auch super als Solitär auf einer Karte vorstellen, einfach mit einem schönen Hintergrund. Dann ist hier so eine kleine Ranke mit dabei, mit einem Herzchen oben. Der Ast, wo der Vogel drauf Platz nehmen kann, auch mit so ein paar Blüten. Und dann kann man dem Vogel auch noch was in den Schnabel tun, nämlich hier so ein Ballon und hier auch so ein Briefumschlag. Auch hier ist wieder geprägt und so ein kleines Herzchen ist auch mit dabei. Den habe ich zum Beispiel auf den Briefumschlag gestellt. Also das ist ein riesen Stanzenset, aber mit wunderschönen Sachen, die man auch ganz unabhängig voneinander benutzen kann. Ich habe jetzt zweimal den Vogel gemacht. Einmal habe ich hier im Hintergrund mit Distress Oxiden mir einen Kreis gewischt und ja, den Ast und den Vogel in Weiß aufgeklebt und dem Vogel ein Briefchen in den Mund gestopft und hier mit Liebe einfach nur einen Stempelabdruck gemacht. Erst wollte ich, die Karte ist so klein geworden. Ich glaube, ich klebe sie auch noch mal auf eine größere Karte als Eyecatcher. Weil ich hatte erst eine normale DIN A6-Karte daraus gewerkelt und gedacht, ich mache den Spruch drunter. Aber mir hat das hier oben ganz gut gefallen. Und dann sah das natürlich irgendwie doof aus, weil der Kreis war oben auf der Karte und unten war weiß. Ja, ne? Hier noch so ein paar Glitzersteinchen mit dazu. Da war die Karte fertig. Bei der zweiten Karte habe ich ein ähnliches Layout genutzt, allerdings dann halt mit Designpapier im Hintergrund. Das ist ein ganz altes vom Action. Ich habe ja mir vorgenommen, dieses Jahr mein Papier mal aufzubrauchen und nicht immer Neues zu kaufen. Mal gucken, wie ich mich dran halte. Kennt mich ja, ne? Was ich mir so vornehme, nicht zu kaufen, dann wird meistens nichts. Da habe ich auch den Vogel in Weiß ausgestanzt und hier die Flügel ergänzt. Und diese Sprüche stammen von Kartenkunst. Die habe ich dann mit einem Stempelkissen vom Action, glaube ich, auch von den letzten Chalk Inks gestempelt und mit aufgebracht. Ja, das waren die Karten zu der Stanze. Dann durfte dieses Osterset mit. Da ist ein kleines Häschen dabei, ein Korb mit so einem Ding, was man hier noch so aufsetzen kann und ein paar Ostereiern. Und das Innere von den Ohren sowie zwei Pfötchen. Echt mega süß, finde ich. Und daraus ist dann diese Karte geworden. Da habe ich wirklich aus Kraftkarton den Korb ausgestanzt, noch ein bisschen geinkt mit dunkelbrauner Tinte und das Ganze auf dem Etikett aufgebracht. Und wie ihr seht, im Hintergrund ist das Etikett geprägt.
Das war genau das Stück, was ich bei der ersten Stanze benutzt habe, um da mehr Druck aufzubauen. Hier habe ich im Hintergrund auch Restepapiere verwehrt, da hatte ich ganz viele Streifen über. Warum, zeige ich euch gleich. Die habe ich mir an den Enden einfach abgerissen, damit man da noch so ein bisschen einen anderen Look kriegt und in den Hintergrund aufgeklebt. Und auch die Eier habe ich mir aus diesem Designpapier ausgestanzt. Das ist auch wieder Designpapier vom Action. Ich glaube, der Block hieß Happy und ist bestimmt schon 2 oder wenn nicht sogar 3 Jahre alt. Also den habe ich mir ganz am Anfang meiner Bastelkarriere gekauft. Aber ja, irgendwann muss man es halt verwerten. Finde ich auf jeden Fall super süß, das Häschen. Das habe ich halt hier aufgeklebt. Das Gesicht ist eingeprägt. Das habe ich aber mit einem Fineliner nochmal nachgezogen, weil ich fand, das kam sonst gar nicht so raus auf dem weißen Hintergrund. Und die Ohren habe ich mir einfach mit ein bisschen Distress-Oxiden in One Lipstick einfach so ein bisschen geinkt, dass man da auch noch mal ein bisschen andere Farbe mit drin hat. Dann durften mit so Rahmenstanzen einmal so ein Rahmen, nur als Rahmen, der passt hier genau hinter, und einmal mit so einem Kläppchen. Das wird dann halt hier oben nur eingeprägt und das kann man dann öffnen. Das zeige ich euch auch gleich bei der Karte einmal. Und das Ganze auch noch mal als Hexagon. Einmal das pure Hexagon und das passt da oben drauf. Und auch noch mal mit Kläppchen fand ich auch ganz interessant, das mal zu nutzen. Da habe ich auch 2 Karten draus gewerkelt. Zum einen mit dem gleichen Designpapier, ne? Papier aufbrauchen. Dieses Kärtchen, da habe ich dann auch die Blume von dem Stanzenset mit dem Vogel ausgenommen und ja, einfach nur den Rahmen aufgesetzt und im Hintergrund gestempelt. Das ist, meine ich, von Craft Emotions, ein Stempel von der Lettering-Serie. Und ja, hier noch ein Schleifchen dazu. Und dann habe ich meine Mini-Slimline-Karte auch schon fertig. Finde ich halt eine ganz süße Idee, dass man dann den Spruch hier hinter versteckt. Oder irgendwie, ich könnte mir das auch mit dem Häschen gut vorstellen, der dann aus dem Rahmen irgendwie rausguckt. Und man sieht schon von außen die Öhrchen ein bisschen. Fände ich auch ganz cool. Ja, ne? Das ist die erste Karte dazu. Die zweite Karte ist ja sehr schlicht. Da habe ich die Hexagons aufgesetzt. Das ist diese Eclipse-Technik, heißt es, glaube ich. Die habe ich eben ausgestanzt aus dem gewischten Hintergrund und mit, wie seht ihr das? Mit Schaumstoff in der gleichen Größe einmal aufgesetzt. Und dann habe ich hier das Kläppchen. Und da steht dann das Hello drin. Das stammt noch aus einem anderen Stanzenset, was ich euch gleich noch zeige. Ja, und das ist halt so eine typische Männerkarte, finde ich. Ganz, ganz schlicht. Ich habe hier noch die Hexagons einmal mit einer silbernen Kante versehen. Das habe ich so gemacht, indem ich einfach hier das aufgelegt habe und dann die innere Kante der Stanze entlang gefahren bin mit einem silbernen Liner. Und ja, eine ganz schlichte Karte. Kann man daraus auch ganz gut machen. Und dann habe ich mir noch eine Boxenstanze bestellt, die man ohne Kleben zusammensetzen kann. Das zeige ich euch auch gleich noch einmal, wie die funktioniert. Ja, ich hatte sie mir ein bisschen größer vorgestellt, aber man muss halt auch sagen, wenn sie größer wäre, würde sie nicht durch die A5 Big Shot passen. So passt sie perfekt durch. Da war jetzt auch noch hier dieses kleine Hello mit dabei. Das habe ich euch gerade auf der Hexagon-Karte gezeigt. Da finde ich halt nicht so toll, dass die Buchstaben auseinanderfallen. Also die sind nicht miteinander verbunden, sondern wirklich einzeln. Gut, wer jetzt irgendwie damit spielen möchte, für den ist das super, aber ich hätte es halt lieber verbunden gehabt. Und da habe ich auch schon 2 Schächtelchen von gebastelt. Und seht ihr, wie klein die sind? Sind die nicht niedlich? Die sind so niedlich. Da passt rein ein Küsschen. Das zeige ich euch gleich auch. Und die habe ich halt einfach nur mit einem Bindfaden zugebunden und mit einem kleinen Spruch versehen und auch hier die Blumen aus dem aus dem Stanzenset mit dem Vogel verwendet. Ich habe euch aber auch noch was vorbereitet. Ich zeige euch jetzt, wie man die zusammensetzt. Und zwar habe ich die schon einmal ausgestanzt, auch wieder aus diesem Happy-Papier. Und das würden wir jetzt einmal nach und das würden wir jetzt einmal nachfalzen. Fangen mit dem Deckel an.
Die Falzen sind auch wirklich nur reingeprägt und nicht irgendwie gestanzt. Finde ich ganz schön. Und da geht man halt einfach hier die Hauptfalzen einmal entlang. Das sieht man so schlecht mit dem Designpapier jetzt von hier. Ich darf ja nicht drüber gehen. So, und einmal in die Richtung. Und dann hat man halt hier schon die Box fertig und hier sind dann halt noch so Dreiecke reingefalzt. Die kann man dann einfach schön nach innen knicken. Da reicht es auch einfach mit der Hand das zu machen. So. Und dann hat man eine Seite schon fertig. Das macht man auf der anderen Seite dann genauso. Die legen sich auch schon richtig gut, wenn man einmal nachgefalzt hat. Schon fast von selbst. Also das klappt wunderbar. Da braucht man jetzt nicht so viel. Das ist jetzt nicht so viel Gefriemel. So. Na, die will nicht. Die eine Falz zickt jetzt ein bisschen. So. Jetzt haben wir sie aber beide. Und dann kann man das halt nach innen machen. Und ich guck mal, ob ich noch ein Küsschen über habe. Doch noch nicht alle gegessen. Ja, diese Bastelmaterialien, ne, zum Essen, die verschwinden bei mir immer irgendwie. Verstehe ich auch nicht. Ganz komisch. Und dieses Küsschen passt jetzt hier ganz genau rein. Und dann nimmt man sich halt einen Faden. Ich habe jetzt hier so einen Papierfaden. Den habe ich mir, glaube ich, irgendwann mal beim IKEA mitgenommen. Genau. Und den stecke ich jetzt hier durch dieses Loch, was auch mit ausgestanzt wird. Und lege mir den einmal rum und kann mir das halt hier vorne dann auch schön verschließen. Bei diesem Faden würde ich jetzt keine Schleife empfehlen, weil der doch sehr starr ist. Das ist halt so ein Papierbastfaden. Dann kann ich mir den noch schön abschneiden. Und dann habe ich mein Goodie schon fertig. Also ihr seht, es geht echt super schnell. Einmal ausgestanzt, eben zusammengefaltet, Band durch, fertig. Und dann kann ich natürlich noch ein bisschen dekorieren. Dafür habe ich mir auch hier ein paar Blümchen ausgestanzt und einen Spruch. Und die stecke ich mir jetzt einfach hier so dahinter, so wie es mir eben gefällt. Mach mir ein bisschen Kleber drauf. So, kann mir das halt hier ganz schön dann drapieren. So, ich mache die Blümchen jetzt eher auf die rechte Seite. Kurz anhalten, dass es trocknet, es anzieht. Und den Spruch setze ich mir dann ein bisschen erhöht auf. Dafür nehme ich meine Klebepads. So. Und schon ist meine kleine Box fertig. Und ja, gerade wenn man, sag ich jetzt mal, ein paar Tischgoodies braucht oder Goodies als kleines Dankeschön, finde ich die mega süß. Da reicht, finde ich, auch immer so ein Küsschen oder sowas, so eine Kleinigkeit, einfach um mal Danke zu sagen. Genau. Und wer es dann aufmachen will, macht halt das Band ab und dann kann er die ganz normal aufklappen.
Ich hoffe, euch gefallen meine geshoppten Sachen und ihr schaut auch mal bei InLove Art Shop vorbei. Vergesst nicht, den Rabattcode mit anzugeben, dann spart ihr noch 20%, glaube ich sogar. Also lohnt sich. Und ja, ich freue mich, wenn ihr mir beim nächsten Mal wieder zuschaut und sage jetzt erstmal Tschüssi!